Der Sitz von Intex Translation Company befindet sich im geografischen und intellektuellen Zentrum der Ukraine, in der Stadt Dnipropetrovsk. Heute ist Dnipropetrovsk bekannt für seine Metallurgie und Luft- und Raumfahrt. Dieser eindrucksvolle Hintergrund bietet uns eine einzigartige Möglichkeit für schnelles, professionelles Wachstum und eine reiche Quelle an Kenntnissen aus erster Hand zu allen wichtigen Gebieten, für die Intex Übersetzungen macht. Vor 12 Jahren wurde diese Firma von Vater und Sohn gegründet und jetzt gehören Mitarbeiter mehrerer Generationen zu einem Team. Neben modernen Übersetzungstools benutzen wir noch immer die üblichen gebundenen Wörterbücher und Nachschlagewerke. Dadurch schaffen wir uns viel mehr Möglichkeiten, denn viele spezifische Inhalte in der russischen und ukrainischen Sprache sind noch nicht digitalisiert. In der enormen Vielfalt technischer Texte ist der Anteil zum Thema Luftfahrt ziemlich hoch. Die meisten davon stellen zukünftige Wissenschaften, Technologien und Ingenieurwesen dar. Vor allem muss sich der Übersetzer einer wahren Herausforderung stellen und bestimmen, welche Terminologie in einem bestimmten Text zu verwenden ist. Er muss richtige Begriffe in seiner Muttersprache für Beschreibung innovativer Geräte, Prozesse oder vor kurzem entdeckter physikalischer Phänomene finden, die bei der Herstellung, Bedienung oder Wartung der Komponenten von Luftfahrzeugen stattfinden. Man kommt nicht gleich beim ersten Versuch auf die Lösung, aber letztendlich werden die ersten paar Begriffe gefunden und bestätigt. Die Arbeit ist fertig und der Übersetzer kann auf seinen Beitrag zur Entwicklung der Luftfahrtindustrie in dem Land stolz sein. Mitte Juli wurde vom Kosmodrom bei Wallops Flight Facility in den USA die Rakete Antares gestartet, die die Ladung zur Internationalen Raumstation bringen musste. Und ich hatte das Glück, an diesem Start als Vertreter des Yuzhnoye SDO teilzunehmen und diese Weltraumfahrt zu unterstützen. Dieses Ereignis bestätigte meine Ansicht, dass die Errichtung von Raumstationen oder ähnlichen Konstruktionen im fernen Weltraum auf Planeten oder Asteroiden zum Meilenstein langfristiger Weltraumforschung wird und dass diese Stationen der Ausgangspunkt für weitere Entdeckungsreisen im Universum werden. Die Zusammenarbeit mit Größen in der Raumfahrt und vielen anderen Ländern würde uns die Möglichkeit bieten, einen großen Sprung in die Erkenntnisse unentdeckter Territorien zu machen. Medizinische Übersetzerin zu sein, ist ein herausfordernder Beruf. Bei dieser Art der Übersetzung werden sehr hohe Qualifikation und Kompetenz vorausgesetzt, denn sogar ein kleiner Fehler kann verheerende Folgen haben. Die wichtigsten Trends der Pharmazeutik sind Globalisierung, Erfolg von Biotechnologien, Entwicklung genetischer Medizin, der Arzneimittel für seltene Krankheiten und Nischenarzneimittel. Jedes Jahr werden Übersetzung und Lokalisierung medizinischer Inhalte immer komplizierter. Jedoch ist das ein lohnender Beruf. Unser Qualitätsmanagementsystem ist nicht starr. Es lebt. Neue Herausforderungen, neue Prozesse, neue Ziele. Das heißt, kontinuierliche Entwicklung jeden Tag. Natürlich kann man sich heute kein Verwaltungssystem ohne Bedienoberfläche vorstellen. Wir entwickeln seit Jahren unser eigenes Übersetzungsmanagementsystem. Es heißt INTMS. Es erleichtert uns das Projektmanagement, hilft uns, die Dokumentation in Ordnung zu halten, die Datenbanken mit Angaben von Auftraggebern und Auftragnehmern zu systematisieren, sowie ein großes Volumen an Informationen effektiver und schneller zu verwalten. Ende 2011 wurde Intex mit dem Zertifikat ISO 9001 für seine Sprach- und DTP-Dienstleistungen ausgezeichnet. Und Anfang 2012 bekamen wir unsere Registrierungsnummer für EN15038. Jetzt, bedingt durch die Ansprüche unserer Kunden, stehen wir mehr denn je im Einklang mit ihren Erwartungen. In den letzten 2 Jahren haben wir den Umfang unserer Arbeit im Bereich DTP wesentlich vergrößert und bieten unseren Kunden eine große Auswahl an Dienstleistungen. Mehrsprachiges DTP, natürlich inklusive Russisch und Ukrainisch, alle europäischen Sprachen und ostasiatischen Sprachen, OCR und Aufbereitung von Dateien zur weiteren Übersetzung mit CAD-Tools. Unsere erfahrenen Teams von DTP-Fachleuten arbeiten mit verschiedenen Softwarepaketen für Desktop-Publishing. Hauptsächlich konzentrieren wir uns auf 3 ausgewählte Bereiche. Das sind die Gruppe für technische Übersetzung inklusive Konstruktion von Luft- und Raumfahrzeugen, Maschinenbau und landwirtschaftliche Technik.
die Gruppe für Übersetzungen zu Informationstechnologien und Telekommunikation, die Gruppe für Übersetzungen zu wirtschaftlichen und geschäftlichen Themen. In den letzten Jahren machen wir viele Übersetzungen über medizinische Technik und medizinische Forschungen. Ich denke, unsere Kunden wählen Intex, da wir zuverlässig und verantwortungsbewusst sind, da es leicht ist, mit uns zu arbeiten und da wir uns sowohl um das Produkt kümmern, als auch die Kundenerfordernisse beachten. Wir bieten nur Übersetzungsdienstleistungen an. Wir übersetzen nur in unsere Muttersprachen Russisch und Ukrainisch. Wir arbeiten nur für andere Übersetzungsfirmen. Durch solche Priorisierungen können wir uns auf das konzentrieren, was wir am besten machen. Und wir arbeiten mit Kunden, die uns oft helfen, die weltweit bewährten Verfahren zu erlernen.